In den letzten Wochen ist es leider zu einem doch dramatischen Anstieg an Infektionen, an Covid-19 hier bei uns im Kreis Mettmann gekommen. Wir stellen fest, dass wir nicht mehr in einzelnen Hotspots, wie man so schön sagt, Erkrankungsfälle haben, sondern dass sich die Infektionen buchstäblich in der gesamten Bevölkerung verteilen. Wir haben inzwischen über 100 Schulen und Kindergärten, die in irgendeiner Form auch von Covid-19 betroffen sind und die wir entsprechend versuchen nachzuverfolgen. Das macht es erforderlich, über weitergehende Maßnahmen nachzudenken. Wir müssen ansonsten befürchten, dass sich die Infektionszahlen noch weiter dramatisch entwickeln. Und genau um das zu verhindern, wird der Kreis Mettmann genau heute eine Allgemeinverfügung in die Welt setzen, in Abstimmung übrigens mit den 10 kreisangehörigen Städten, für das gesamte Kreisgebiet, nenne ich mal die 6 wichtigen Bereiche, in denen es richtig derbe Einschnitte gibt. Die Gruppengröße für Zusammenkünfte wird auf 5 Personen reduziert. Das gilt in der gesamten Öffentlichkeit, das gilt beispielsweise auch in Gaststätten im Innen- und Außenbereich. Die Mund-Nasen-Bedeckung, die vorher schon bei Sportveranstaltungen zum Beispiel getragen werden musste, dann aber, wenn man seinen Platz eingenommen hatte, abgenommen werden konnte, muss nunmehr die gesamte Veranstaltung über getragen werden. Der Aufenthalt in öffentlichen Gebäuden und in Bereichen der Öffentlichkeit, wo es eng zugeht, denken Sie an Wochenmärkte und Trödelmärkte, wird komplett verpflichtend die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das gilt auch für die Gänge innerhalb der Märkte, für die Besucher wie auch für die Marktbetreiber. Im 4. wird die Teilnehmerzahl von Veranstaltungen drastisch reduziert. Höchstens 20% der normalen Kapazität dürfen an einer Veranstaltung teilnehmen. Allerhöchstens draußen 500 und drinnen 250. Das gilt ausnahmsweise natürlich nicht für Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz. Die dürfen in jeder Größe stattfinden, natürlich mit dem Mindestabstand. An Festen aus herausragendem Anlass, Taufe, Hochzeit und Vergleichbares, dürfen nur noch höchstens 25 Personen teilnehmen. Und diejenigen, die eine solche Veranstaltung planen, müssen die auch beim örtlichen Ordnungsamt vorher schriftlich anmelden, einschließlich der Teilnehmerliste. Und wer sich da nicht sauber verhält, der wird auch noch mit einem erheblichen Bußgeld bedroht. Da steht 2.500 € im Raum. Und zuletzt sind die Gaststätten in der Zeit von 0 Uhr bis 6 Uhr komplett geschlossen. Der Verkauf von Alkohol, der Ausschank von Alkohol, die Abgabe von Alkohol ist in der Zeit von 0 bis 6 Uhr verboten. Diese Maßnahmen halten wir für notwendig und geeignet, die schnell steigenden Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Mit derartigen Maßnahmen greifen wir tief in die eingeübten Rechte unserer Bürgerinnen und Bürger ein. Das ist uns bekannt, das tut in Einzelfällen richtig weh. Wir appellieren mit Nachdruck daran, sich trotzdem an die vorgegebenen Regeln zu halten. Wir appellieren mit Nachdruck daran, Szenen zu vermeiden, die zu Zusammenkünften größerer Größenordnung führen, um tatsächlich das Infektionsgeschehen gemeinsam einzufangen.